You are not prepared. Ja, hallo liebe Leute, Schiami hier und willkommen zur Artefakt-Herausforderung für den Furorkrieger. Und zwar ist das Argata. Und da seht ihr erstmal meine Gear, mit dem ich das Ganze hier gespielt habe. Ist nicht relativ hoch, ist 19er Item-Level momentan. Und Konvergenz, ganz wichtig. Das hilft natürlich nochmal sehr, auch nachdem es genervt wird, natürlich trotzdem noch nice. Hier seht ihr mein Artefakt, aber auch nur einen Punkt in Konkordanz. Und dann schauen wir uns auch noch ganz fix die Buffs an. Und zwar kann man hier Sylvan-Elixier und das Falcosaurier-Omelett benutzen. Warum die zwei? Denn das Sylvan-Elixier gibt euch zusätzlich nochmal 10% Stat-Increase auf alles. Und das Falcosaurier-Omelett, das gibt euch jedes Mal einen Tempo-Wertungs-Boost als auch einen Movement-Speed-Boost und ist somit bei Weitem besser als alles andere, was es sonst an Buff-Food geben würde. Dann meine Talente, Kriegsmaschine, weil man sehr viele Wichtel killt und das immer abhalten kann. Die anderen Talente sind eigentlich alle quasi Baseline. Wütender Ansturm ist einfach nice, weil du dich immer wieder healen kannst. Man kann allerdings alternativ anstatt Avatar auch mit Abrissbirne spielen. Sollte man vor allem spielen, wenn man den legendären Gurt besitzt. Ich in meinem Fall habe das aber mit dem legendären Helm und Armschienen gemacht. Ihr solltet auf jeden Fall ein Death Legendary haben, entweder den Hals oder die Armschienen, um das Ganze hier machen zu können, außer ihr könnt das natürlich komplett outgearen. Man sieht am Anfang, ich ziehe direkt alles inklusive Kampfrausch, burst hier direkt rein, sodass ich alle Wichtel direkt am Anfang wieder gleich wegkille. Burst dann zweimal mit Turben noch rein und gehe dann diese zwei Wichtel gleich killen. Wichtig ist, dass man ein bisschen schräg charged, wenn man das so macht wie ich. Denn dann erwischt man nämlich mit dem Charge oder mit dem Shout, quasi mit dem Slow Shout, den anderen Wichtel noch. Und so bufft er oder beziehungsweise hielt es erst gar nicht so weit hoch. Dann wollte ich den eigentlich vorher rausziehen, aber gesehen, dass er schon zu low ist. Deswegen habe ich den gleich umgehauen. Ihr könnt die entweder rausziehen. Man sieht hier im Verlauf vom Kampf noch, dass ich die öfter einfach mal rausziehe, weil es teilweise einfach wirklich schneller ist, als den jetzt effektiv umzuhauen. Man sieht auch immer wieder, dass ich erst gar nicht meine Artefaktfähigkeit und meinen Kampfschrei benutze. Warum? Weil ich eigentlich immer darauf warte, dass die Wichtel spawnen. Und wenn ich es genau jetzt nochmal benutze, dann habe ich das Problem, dass nachher die Wichtel da sind und in genau dem Moment habe ich dann nichts ready. Deswegen lieber abwarten. Dann sehen wir, die Wichtel sind da. Jetzt kommen aber noch zwei von hinten. Deswegen ein bisschen warten mit eurem Kampfschrei. Und dann, wenn alles auf einem Fleck ist, alles ziehen und einmal reinbomben. Und schon habt ihr eigentlich wieder die ganzen Wichtel instant down. So könnt ihr das Ganze ein bisschen leichter spielen. Das Ganze ist kein Damage Race, sondern ihr müsst wirklich darauf schauen, dass eure Cooldowns immer richtig einsetzt und so gut wie möglich quasi alles wegburstet. Jedes Mal, wenn sie dieses lila Schild hat, schauen, dass so viel Damage reinpumpt, wie nur geht. Denn umso länger das Schild ist, umso mehr absorbiert es. Und sobald das Schild erst zerbrochen ist, könnt ihr den ganzen Cast erst kicken. Dann sieht man, ich ziehe wieder raus. Fail hier fast, weil ich den Cast nicht unterbrochen habe, weil ich meinen Kick vorher komischerweise aus Versehen auf einen Wichtel draufgeboxt habe. Deswegen wäre ich da fast gestorben. Allerdings mit dem Recharge Blutrausch hielt man sich immens viel. Und dann natürlich mit den Armschienen im Nachhinein auch nochmal. Dann natürlich wieder Trinket benutzen. Warum? Weil gerade die Ads am Spawn sind und das Trinket am Ende nochmal explodiert für ein bisschen AOE-Schaden. Man kann hier ein bisschen auf Agatha durchtrainen. Muss nicht sofort die Wichtel hier hinten töten, sondern lieber erst warten, bis die anderen wieder da sind. Wenn man mindestens Item-Level, sagen wir 895, 8, ja, 900 um den Dreh hat, dann healen die Wichtel eigentlich nicht so viel, dass sie gegen deinen Schaden gegenkommen. Das heißt, du machst zwar nicht so viel Schaden, aber du kommst ein bisschen immer weiter voran. Das heißt, ihr müsst die Wichtel nicht immer instant killen. Natürlich Wichtel immer oberste Priorität, aber nicht immer unbedingt instant killen. Dann seht ihr, die Flächen habe ich bisher relativ schön abgelegt. Das heißt, wir haben zweimal eine Fläche ganz am Rand abgelegt. Und dann, wenn sie 50% erreicht, dann port sie sich weg. Dann kommt eine neue Fähigkeit dazu, und zwar diese Meteoriten, die von oben runter stürzen, also diese rollenden Steine. Hier ist ganz wichtig, ich habe gemeint, dass wenn ich ganz hinten, dass wenn ich hier am Rand stehe und auf Agatha einfach weiterschlage, weil diese Felsen ein bisschen weiter vorne runterfallen, dass die einen nicht treffen, doch die treffen einen trotzdem. Das heißt, lieber vorne stehen und den ganzen ausweichen, als irgendwie blöd in diese Felsen reinzurennen. Auch lieber mal ein bisschen Abstand halten und einfach warten, anstatt durch diese Felsen drauf zu gehen. Dann sehen wir natürlich, die Wichtel kommen nach wie vor und auch der gute Wichtel, der hier wieder in die Luft fliegt. Das ist nicht so günstig. Was hier passiert ist, dass der hier in der Mitte explodiert ist. In den vorherigen Tries habe ich das ein bisschen schöner abgelegt. Und dann sehen wir natürlich auch, dass die Wichtel dienen, also diese, die zu ihr laufen und das kanalisieren, die spawnen natürlich immer wieder. Ich fokus die nicht immer instant weg, sondern schaue, dass ich die nur mal slow, umso mehr Zeit kann ich natürlich rausholen. Den anderen ziehen wir hier wieder raus, damit der draußen explodiert. Und dann warten wir einfach ein bisschen.
Man sieht, ich burst hier in sie nochmal ein bisschen rein und dann am Ende nochmal in die Wichtel selbst. War allerdings eine blöde Fehlentscheidung, muss ich fast sagen, weil sie danach gleich mal die Wichtel wieder spawnen. Das heißt, ich hätte besser warten sollen. Dann hätte ich mir ein bisschen leichter getan. Dann natürlich Schild. Immer wieder das Schild crashen, so schnell es geht. Denn umso länger das Schild drauf ist, umso höher wird ihr Damage-Buff und umso mehr Schaden verursacht sie und umso schneller killt sie euch natürlich. Die Wichtel ziehe ich immer wieder raus. Man sieht, dieser Falkosaurier-Buff hält eine Minute lang an. Eine Minute lang, wo man schneller ist und wo man mehr Tempowertung hat. Deswegen bevorzugt man eigentlich dieses Buff-Food hier drinnen. Noch kleiner Fun-Fact hierfür. Und zwar jedes Mal, wenn Kommandozentrale plus Magierturm ab ist, was sehr, sehr selten vorkommt. In EU, glaube ich, war es bisher erst einmal, in US war es bisher zweimal. Die Buffs, diese Meteoriteneinschläge draußen kommen, die funktionieren sogar hier im Szenario. Das heißt, wenn ihr das Glück habt und beide Häuser sind gerade ab, dann geht unbedingt rein und macht die Challenge, denn dann habt ihr nochmal einen zusätzlichen Damage Increase, dass diese Meteoriten von oben runterregnen. Wenn ihr Glück habt, spawnen die genau dann, wenn die ganzen Wichtel da sind, dann habt ihr nochmal ein bisschen einfacher das Ganze. Dann natürlich weiter alles dodgen und sie portet sich quasi immer und immer und immer wieder hin und her. Zum Ende hin wird es ein bisschen stressig, denn man sieht, sie spawnt immer mehr Wichtel. Wenn man am Anfang zu viele Wichtel ignoriert hat, dann wird das Ganze ein bisschen problematisch. Ich wollte hier ein bisschen warten, wegen den anderen Wichteln, die sie gleich spawnt. Jedoch sieht man, die Grütze wird mir ein bisschen zum Verhängnis, denn die habe ich vorher blöd abgelegt und dann muss ich hier stehen und dann stehe ich die ganze Zeit in diesem Damage drin. Wenn ich dann nicht die Armschienen gerade habe, um mich zu healen, sondern nur Breeders, dann ist natürlich ein bisschen problematischer das Ganze. Dann sieht man, die Wichtel sind gespawnt, wieder alles weggebombt instant. Und sobald sie bei 10 Millionen angekommen ist, ignoriert alles. Ich hatte 2 Wipes dabei, ich habe insgesamt 12 Tries für die Challenge hier gebraucht. Ich hatte 2 Wipes dabei, wo ich verreckt, oder was heißt, wo ich verreckt? Ich bin draufgegangen, aber nur deswegen, weil ich mir dachte, jetzt mache ich doch noch schnell die Wichtel und ziehe nett auf sie durch. Das war die Fehlentscheidung, sondern sobald sie unter 10 Millionen ist, einfach durchrotzen auf sie. Sie droppt so oder so und das sieht man. Challenge ist vorbei. Nichts Großartiges dahinter. Umso mehr Gear ihr habt, umso einfach wird das Ganze. Der Legendary Gürtel boostet euch immens. Also Legendary Gürtel plus Armschienen oder Hals wäre meine Empfehlung für euch. Und das war's auch schon mit der Legendary oder mit der Herausforderung für den Krieger. Hoffe natürlich, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, Däumchen nach oben. Wenn ihr noch Fragen habt, wie immer, ab damit unten in die Kommentare. Vergesst auch nicht, mir auf meinen Social Media Networks zu folgen. Alle Links mir unten in der Videobeschreibung. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video oder im Livestream. Bis dahin, haut rein. Ciao.